Wie kam es dazu, dass du auf Grundeis warst, sozusagen, und plötzlich haben sich die Wege eröffnet? Kann man sich das vorstellen, wenn jetzt hier jemand zuhört und denkt, bei mir ist gerade alles am, die Kacke am Dampfen. Ich habe kein Geld, meine Gesundheit ist am Ende, keine Zukunft, kein Job. Ja, das ist ja, glaube ich, gerade im Moment so ein bisschen eine Situation, die man häufiger findet. Was macht man dann? Also bezüglich Gesundheit habe ich ja den Fokus nicht nur auf meinen Vater gelegt, sondern auf mich. Es sind sehr starke Stimmungen bei mir gewesen, die ins Depressive gerutscht sind, dass ich gezweifelt habe an mir, an meiner Welt, so dass ich nicht gut genug bin, weil sich einfach so vieles ergeben hat. Also es war die letzten 5 Jahre dann so, dass meine Mutter gestorben ist, die Beziehung quasi in Bach unterging, meine Gesundheit nicht war, ich eine neue berufliche Orientierung gesucht habe. Es kam alles zusammen und ich habe das nicht rausgefunden. Und sozusagen konnte ich fast jeden März die Uhr drehen, so jetzt passiert. Ich habe es mir vorkreiert. Jeden März ist irgendwas Schreckliches passiert, was mein altes Mindset als schrecklich benannt hat. Aber dass es genau jeden März ich diese Chance zum Wachsen bekommen habe, das habe ich nicht wahrgenommen gehabt. Also jeden März, quasi am Todestag deiner Mutter, wurdest du daran erinnert, dass eigentlich alles scheiße ist. Ja. Und dann hast du diesen Tag dazu benutzt, dir 100.000 beweisende Geschichten und Erinnerungen rauszukramen, die dann dafür gesorgt haben, dass es ein ganzes Jahr lang vorhält, Genau, sozusagen. genau. Und diesen März habe ich es nicht gemacht. In diesem März hast du es nicht gemacht. Nein, da habe ich mir sogar ein geiles Coaching kreiert. Da hast du dir einen wunderbaren Tag kreiert, oder? Ja. Und aber meine Frage war, was kannst du jemandem mitgeben, der jetzt wirklich, was hat dich dazu bewegt, tatsächlich diese Veränderung anzunehmen und zu sagen, wow, okay, jetzt habe ich schon so viel ausprobiert und so weiter und so fort. Ich bin voll in einer ganz beschissenen Situation, aber ich weiß jetzt ganz genau, ich will in dieses Mastermind, obwohl ich gerade einen Abschluss hatte meiner letzten wievieljährigen Ausbildung. Vier. Das 4 Jahre Ausbildung abgeschlossen mit einem Bravour, muss man Ja. auch sagen, ja, wo du vorher gedacht hast, das schaffst du eh nicht. Ja. Und dann hast du aber dennoch gesagt, gut, das habe ich jetzt, aber ich muss in dieses Divine Creation Mastermind. Und dazu muss man ja auch sagen, Divine Creation, deine Herkunft hat eine ganz andere Gottsicht, ja, Ja. das muss man ja auch nochmal betrachten. Das finde ich ja eins dieser genialsten Geschichten, dass auch die Myrivet eine Mentorin ist aus dem nicht-christlichen Bereich, die sich so angesprochen hat, gefühlt hat von Divine Creation und gewusst hat, sie, ja, das ist die Wahrheit. Erzähl mal, wie kam das? Du warst da und dann hast gerade 30.000 Euro abgeschlossen, irgendwie finanziert diese Ausbildung, wo man eigentlich sagen müsste, so meine Liebe, jetzt gehst du mal arbeiten. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall für mich so ein innerer Impuls gewesen. In meiner Verzweiflung habe ich ein paar Wochen vorher schon so das in Form eines Gebets verpackt. So, da muss doch irgendwas sein, dass ich wieder zufriedener bin, dass ich wieder mein Leben liebe, dass ich glücklich bin. Und als quasi du in meinem Raum warst und dieses Creation Mastermind, da hat irgendwas in mir gesagt, ja, diese Tür musst du aufmachen. Es war einfach so eine, jetzt kapiere ich es auch viel besser, aber für diesen Impuls war es so, ja, das ist das Richtige. Das fühlt sich so gut an, weil die Patricia nicht die Bedingung stellt, ich muss etwas verändern.
ich muss das und das und das und das machen, damit ich das erreiche, sondern du hast von Anfang an gesagt, Rima, du bist jetzt schon perfekt. Und das war der Unterschied. Ich muss nicht etwas tun, ich muss nicht etwas leisten, um etwas zu sein, sondern ich bin jetzt schon alles. Und es ist, alles andere ist spielen, was ich einfach haben möchte, was ich kriegen möchte. Und das hat mich einfach überzeugt zu meinen vorherigen Ausbildungen, weil da war immer die Bedingung, du musst das und das und das und das tun, damit du halt etwas bist. Und das habe ich ja auf viele Weise probiert, aber es war nicht so. Ich glaube, das ist einfach, das ist so leicht, ja. Das ist so leicht, aber für unseren Verstand, weil das ist nämlich genau das, wenn dein Herz anfängt zu resonieren und du merkst, wow, 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 ja, das stimmt. Also dein Herz oder dein ganzes System fängt an, ja, an zu resonieren und sagst, da ist die Wahrheit. Das stimmt jetzt, das stimmt. Ja. Und ich finde, wenn jeder auch irgendwie ein Video guckt, dann ist er schon an einem Punkt, wo sein System das glaubt. Und wenn auch jemand unser Video hört, dann bist du hier richtig. Du guckst nicht ohne Grund dieses Video. Also irgendwas bringt dich zu diesem Video und daher auch dem Vertrauen. Und deswegen haben wir es ja jetzt wirklich so leicht gemacht, so, so leicht gemacht, dass jeder sich das ermöglichen kann, finanziell. Man kann sich das. Ich meine, du hast dir 30.000 Euro 4 Jahre lang Ausbildung plus minus, oder hat es gekostet, hast du dir ermöglicht. Ja. Aber das braucht halt gar nicht so lange, wenn du die richtigen Infos bekommst und die richtige Begleitung hast, dann brauchst du nicht 4 Jahre. Ja, und ich brauche auch keine 30.000. Du brauchst auch keine 30.000, nein. Sondern es kann tatsächlich dein Leben sofort verändern. Und wir sind jetzt hier gerade bei 2.700 Euro. Und da ist 4 Stunden 1:1 Coaching bei einer Mentorin dabei. Ja. Plus diese 10 unglaublich kraftvollen Gruppencoaching-Calls, wo Zeug transformiert wird in, sag ich mal, 1,5 bis 2 Stunden, wo du gar nicht wusstest, dass du überhaupt ein Thema hattest, ja, weil eine andere dieses Thema auf den Tisch bringt und es transformiert wird. Ja. Und das sind einfach zwei Faktoren, wo ich einfach sagen muss, das ist, im Prinzip ist es unbezahlbar. Ja. Im Prinzip muss es ganz, ganz viel mehr kosten. Im Prinzip wird es auch mehr kosten, weil, ja, wird es auch, je mehr wir da reinwachsen alle, deswegen geht es halt wirklich darum, die Chance zu ergreifen und zu sagen, das kann ich mir jetzt wirklich möglich machen. Das ist etwas, und vor allem, du kannst da draußen, jeder Mensch kann für 200 Euro testen, ob das was ist für ihn, ob, ja, das resoniert. Du kaufst dir eine Coachingstunde mit einer der Mentoren. Wenn dich die Rima anspricht mit ihrer Story, wenn die Rima dir sagen kann, hey, wenn die es geschafft hat, wenn die es hingekriegt hat, dann kann sie mir sicher helfen, meine Problematik hinzukriegen. Investierst du 200 Euro, hast eine Stunde Coaching bei der Rima, weißt, ob das dein Ding ist, ob das dein Groove ist. Wenn nicht, sagst du, danke Rima, war nett, hast 200 Euro investiert in ein Wissen. Du weißt sehr viel, dann mehr, zumindest was du willst, was du nicht willst. Ja. Wenn du sagst, das ist mein Ding, da weiß ich, will ich weitergehen, buchst du das größere Package bei der Rima 1:1 oder du nimmst das Ganze für 2.700 Euro, hast trotzdem die Rima an deiner Seite und bist in diesen 10 Gruppencoachings dabei. Und dieses große Package macht in dem Fall, bringt einfach die Qualität rein, dass du alle Mentoren hast, dass du Patricia hast und dir wirklich das Beste rauspicken kannst, was da an Informationsaustausch da ist. Und das ist halt noch ein super Boost für deine Entwicklung.
Und vielleicht, Rima, muss es ja so schnell wie möglich teurer werden, weil uns die Leute vielleicht für den Preis nicht glauben, wie genial das ist. Also ich kann auch sagen, Leute, es wird teurer werden, weil nämlich wir uns tagtäglich weiterentwickeln, weil wir nämlich auch an uns täglich trainieren und diese Qualität, euch so schnell an einen Punkt bringen zu können, so enorm steigt, das wird einfach teurer werden. Das lässt sich nicht aufhalten und deswegen nutzt dieses Angebot jetzt. Weil wir wissen nicht, wie lange es so noch stimmig ist. Ich meine, das ist ein Angebot, das hat sich ergeben. Ja. Das ist ein Angebot, das hat sich selbst ermöglicht. Das muss man einfach sagen. Das hat sich selbst ermöglicht, weil das kann niemand wissen, dass sich das so ermöglicht. Und jetzt ist es da, es hat sich ermöglicht, weil es da sein möchte und weil es unsere Aufgabe ist, den Menschen jetzt die Möglichkeit zu geben, ihre Wahrheit zu erkennen. Darum geht's, ja. Es ist nichts Neues. Es ist einfach nur der Unterschied zwischen, was es war und was stimmt. Wer bist du wirklich? Wie funktioniert das Leben wirklich und was darfst du wirklich alles haben? Das ist eigentlich der Unterschied. Und dass es nicht darum geht, es gibt ausgewählte Menschen. Das ist ja auch so oft irgendwie. Da ist ja auch wieder, du musst, du musst, du musst, ja. Und ich finde jetzt, der Preis von 2.700 € ist ein Preis, den kann sich im Moment jeder möglich machen. 200 € kann sich absolut jeder möglich machen. Und mit diesem Angebot in diesem Moment sprechen wir genau dich an, wo du immer noch die Überzeugung hast, ich habe kein Geld, die ja nicht stimmt. Aber aus dieser heraus kannst du zumindest mal einsteigen und sagen, ja, okay, wenn du sagst, Patricia, wenn du sagst, Riemann, du hast doch Geld, wo ist denn das Geld? Es ist da drin, in dir, bevor es sich im Außen zeigt. Ja, Riemann, sag noch du ein paar, oder nein, ich sage jetzt noch zum Abschluss, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das ausstrahlen, wie wir das zusammenschneiden in kleine Portionen, dass das nicht so ein langes Video ist. Aber was ich unbedingt noch sagen möchte, ist, dass du jederzeit einsteigen kannst. Ja, das müssen wir auch noch sagen. Du kannst jederzeit. Es ist nicht, dass das Programm dann und dann anfängt, sondern du kannst jederzeit einsteigen. Du wirst jederzeit begleitet, dass du in der Gruppe dabei bist. Und dann liegt es an dir, dass du das machst. Dass du es einfach machst, dass du dabei bleibst und dass du deine Entscheidungen jeden Tag wieder erneuerst und sagst, ja, das will ich, ja, das will ich, ja, das will ich. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Ja, und dass du hier bist, ist ja schon richtig. Dass du hier bist, ist richtig. Dass du, ja, wir haben alle Wunder. Also die Rima wird jetzt noch die anderen Master of Divine Creation interviewen und dann raushauen, was für Wunder kreiert worden sind. Pack jetzt mal ganz kurz nur zusammen, was für Wunder hast du jetzt kreiert in den letzten 3 Monaten? Meine eigene Gesundheit, die Gesundheit meines Vaters, das Wohlbefinden drumherum und meine Selbstliebe. Das ist so ein Riesenkern, dass ich da echt alles erschaffen kann. Die Tatsache, dass du hier bist, dass du dich zeigst, dass du Videos machst, dass du Menschen öffentlich inspirierst und ansprichst. Die Tatsache, dass du jetzt dein wievielten Tag hast du in deiner Schulterklopf- und Selbstliebe-Challenge? Also ich habe mir 30 vorgenommen, heute ist dann die 21. Jeden Tag. Und falls du das hier auf YouTube siehst, es ist in der Facebook-Gruppe, die Rima hat jeden Tag ein inspirierendes Video von ungefähr 5 Minuten reingesetzt, wo du deinen Selbstwert, deine Selbstliebe boostest, deine Perspektive veränderst. Schon allein diese Videos, die du da reingestellt hast, sind einfach Gold wert und die sind gratis. Da lernst du die Rima gratis kennen. Also falls du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, komm unbedingt in die Facebook-Gruppe. Dann ja, muss man auch sagen, wärst du vor einem halben Jahr nicht auf die Idee gekommen, oder? Nein.
Ich als so scheuer Mensch in der Hinsicht und dann so eine riesen, ja, Riesenmasse. Aber wenn ich jetzt einfach weiß, ich bin das alles, dann ist es auch geil, mich selber so zu begeistern. Also Selbstliebe kannst du von der Rima lernen. Komplette radikale Akzeptanz von dir selber, von deinem Sein, dass es nichts gibt, was du verstecken musst. Ja, Ja. das ist auch etwas. Ich sage immer, wenn du möchtest, dass das Leben dich beschenkt und für dich da ist, kannst du dich nicht im Keller verstecken, weil dann findet dich niemand. Und das Leben auch nicht. Und die ganzen Geschenke, die du dir wünschst, deine ganzen Wünsche und deine Träume, die bringt dir keiner in den Keller, wo du dich versteckst und zunagelst. Und das kannst du von der Rima lernen. Und dann kannst du, glaube ich, auch noch von der Rima lernen, wie du abnimmst ohne Diät. Oder Ja. sagen wir mal so, ohne Essensdiät, nur mit Gedankendiät. Bin Ja, gerade auch ohne. dabei. Ja, du kannst von der Rima lernen, wie du deinen supergeilen Body manifestierst, ohne dich zu kasteien, ohne dir jeden Tag zu sagen, das und das ist eben noch nicht so, wie du es haben solltest, sondern eben hier in diesem ganzen wahren Wissen deinen Körper zu manifestieren, zu kreieren, so wie du das möchtest. Kannst du auch lernen von der Rima. Was kann man noch alles lernen von dir? Ja, das finde ich ja schon mal sehr, sehr viel. Dranbleiben kann man lernen von der Rima. Nicht Ja. aufgeben kann man lernen von der Rima. Dann kann man lernen von ihr, wie man durch Täler durchgeht, durch Terrorbarrieren, die sich auftun, wo du dann denkst, shit, ich glaube, ich muss an allem zweifeln und wo dieser Zweifel irgendwie ein paar Minuten geht. Ja, das kann man auch von der Rima lernen. Und diese ein Standing zu haben in einer Sicherheit, in einem Wissen, dass das alles in Ordnung ist und dass ich hier arbeite und eben diese ganzen Tools. Und wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du das Glockensymbol aktivierst, wirst du jedes Mal über ein neues Video von mir benachrichtigt.